Schaltzugwechsel. Schaltzugwechsel. Tutorial. Ja. Soll ich mal machen? Sollte ich mal machen? Ist ja unglaublich. Der Bedarf ist da. Gerade war eine Dame da, die hat sich ein Tutorial angeguckt. Das hat sie verwirrt. Ob das mit meinem besser wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ich probiere es mal. So, also Schaltzugwechsel-Tutorial. Hinterrad. Schaltwerk. Invers. So heißt das wohl. Ich wechsle den alten Zug aus. Der ist ja wirklich durch. Der ist total verrostet und rostig und läuft nicht mehr. Eingerottet. Ich hänge den überall aus. Ja, also hier. Mann, der lässt sich überhaupt nicht mehr bewegen. Da war er drin. Da hänge ich ihn einfach raus. Hier oben war er drin. Da hängen wir raus. Da oben kommt der Filter von alleine raus. Und vorne auch. Hier auch rostig. Raus. Da oben raus. So, jetzt hängt er hier so lose rum, so lapidar. Jetzt nehme ich einen Katar. Katar, natürlich. Ich habe keinen Katar. Nein. Einen Katar. Wunderbar. Schnippelzange. Damit schneide ich hier durch. Einfach nur, um es mir leicht zu machen und es hinauszuziehen. So. Dazu muss man jetzt mal sagen, dieses Rad stand ungefähr ein Jahr im Freien unüberdacht und wurde teilzerlegt und ist total verrostet. Die Einstellschraube hier hinten am Schaltwerk ist quasi nicht mehr existent. Dient nur noch als Schaltzuggegenhalter in dem Fall. Und das war's. Krieg auch nicht reanimiert, dann breche ich das Schaltwerk kaputt. So, jetzt habe ich diese ganzen kleinen Teile hier. Mit Kameramann wäre das nicht passiert. Aber sowas kann ich mir nicht leisten. Zieh raus. Einfach nur, weil ich es zum Ablenken brauche. Zieh auch raus. Und Nummer 3, ganz vorne, zieh auch raus. Brauche ich auch zum Ablenken. Einfach nur als Schneidschablone. Jetzt. Sehr schön. Jetzt hole ich den alten Schaltzug da oben raus. Aus dem relativ simplen. Wie nennt man das? Schalthebel nennt man das. Achtung, Eck. Muss dazu hier unten ran. Ah, da fällt die eine Schraube schon quasi freiwillig mir entgegen. Und die andere ist dort. Die schraube ich jetzt auf. Dann nehme ich hier so einen ganz kleinen, so einen Uhrmacher-Schraubendreher quasi schon von meinem Uhrmacherwerkzeug. Für eine Uhr ist es zu groß. Wir sehen ja nicht, warum das mit dem Uhrmacherwerkzeug drin ist. Aber für hier ist es ideal. Dann schraube ich das hier ab. Dazu brauche ich beide Hände. Deswegen packe ich die Kamera wieder weg. Da hinten hin. Aber ihr verpasst ja nichts. So. Bitte nicht verlieren, die sind wichtig. Ich nehme sie immer in den Mund. Sollte man nicht machen, dann verschluckt man sie. Oh ja. Das ist nicht gut. Irgendwo hinpacken, wo man sie nicht verlieren kann. Das ist hier quasi nirgendwo der Fall. Pack sie da hin. Da sieht man sie wenigstens nicht und wischt sie dann mit einem Wisch weg. Und dann sucht man sie verzweifelt auf dem Boden. Jetzt kann ich diese Abdeckung abnehmen. Tada! Und hinter dieser Abdeckung verbirgt sich hier der Schaltzug. Den muss ich hier rausziehen und gleich einen neuen einsetzen. Ich brauche auch wieder zum Rausziehen. Selbst zum Rausziehen brauche ich zwei Hände. Ich muss das hier gegen Verdrehen verhindern. Am Verdrehen hindern und
dann kann ich das ohne weiteres sogar mit einer Hand rausziehen. Jo, jetzt hole ich einen neuen Zug. Eigentlich ganz banal und fädel den hier wieder ein. Da rein und hier durch, dass er hier wieder rauskommt und ziehe ich ihn durch in voller Länge. Zack. Ich halte fest, probiere. Ein bisschen ölen werde ich es gleich noch. Ja, ein bisschen Öl reinkippen. Feinstes Sprechmaschinenräderfett. Läuft hervorragend. Jetzt die ganze rückwärts. Deckung aufsetzen und die Schräubchen wieder einschrauben. Ah, okay, die eine fiel raus, weil ist schon überdreht an der Stelle. Na, da kann man nichts gegen machen, das ist dann halt so. So, gut. Jetzt werden die Zughüllen abgelenkt. Da habe ich ja diese drei Stücken hier und auf die gleiche Länge lenke ich die neuen Zughüllen ab. So, zukühlen, da haben wir sie. Wir fangen an mit Nummer 1, das ist die längste. Ganz vorne. Dann kann die Müll quasi. Entkappen. Braucht es definitiv. Die stecke ich hier auf bis zum Ende. Da muss danach ja weniger einstellen, weil sie gleich bis zum Ende reinpresst. Und fädel gleich ein. Also mit dem Schneiden, mit dem Stückeln von dem Zug ist überhaupt kein Problem, oder dieser Zughülle. Ist das überhaupt kein Problem, weil man hat ja die alten als Vorlage. Und selbst wenn nicht, ist es kein Problem. Zeige ich aber ein andermal. So, dann sitzt das hier oben gleich mit drin. Und dann setze ich das hier oben in die mittlere Position, da wo es war.
Dieser wunderschöne Zug. Nächste Teil. So, haben wir die Hülle hin. Aufstecken, wieder bis zum Ende. Natürlich macht es dann irgendwann die ewige Wiederholung, ja, oder so, wenn man das immer wieder macht, ist das irgendwann, muss man das auch nicht mehr erklären oder erzählen oder was auch immer. Schau, liebe Leute, jetzt hier wieder rein, durch. Und ich fädel wieder ein, hier oben, mittig. Da. Da komme ich hier rum. Und dort. Na, Schaltzug, Gegenhalter, wunderbar. Die nächste, das Endstück machen wir hier. Zack, von da nach da. Okay, Hit. Gleiches System, ich kürze wieder und komme gleich mit dem neuen. Müll. Zwei Höhlen, einer fällt natürlich runter immer. Das muss so sein, Murphys Gesetz. Da ist er. Ja, die Hülle passt rein, das ist gut. Richtig aufstecken. Richtig aufstecken. Jetzt. Oh Mann. Rein damit. Durch damit, reinlegen hier und jetzt hier durchfädeln. Ja, da durch, da oben rein, kommt das hier unten raus und dann legt man das hier drum bei diesem Billigschaltwerk hier und da durch. Zack. Ja, und dann zieht man es nur noch. Ich brauche zwei Hände. Ich brauche zwei Hände. Ich brauche zwei Hände. Es geht nicht mit einer Hand. Ich bin das nicht geübt. Es geht mit einer Hand, mit Sicherheit. Der Einhändige macht es vor, aber ich habe halt beide Hände noch zur Verfügung. Das ist halt Training. So, ach so.
da es ein Schaltwerk ist, was von innen nach außen schaltet, ja, und nicht von außen nach innen wie normal, fangen wir innen an. Innere Position, weiter darf es jetzt auch nicht gehen, da stellen wir das Schaltwerk auf die Grundposition ein, dass der Zahnkranz unter diesem inneren Zahnkranz stehen bleibt und nicht so wie hier noch weiter nach innen will und die Kette weiter nach innen drücken will. Das müssen wir verhindern. Und zwar mit einem Schraubenzieher, Kreuzschlitz und mittels dieser beiden Einstellschrauben stellen wir den oberen und den unteren Anschlag ein. Jetzt müssen wir mal schauen, welcher ist. Der hier. Wenn ich hier dran drehe, dann rutscht das weiter rein. Sieht man, ne? Also nicht rein, sondern raus. Und dann... Der Zug schleift ein bisschen, nicht irritieren lassen. Ja, und dann will das Schaltwerk auch nicht weiter reinrutschen. Haben wir den Anschlag schon mal eingestellt. Jetzt können wir es festmachen. Jetzt zieht den Zug fest. Das muss auch nicht heißen, dass es das Optimum ist. Zumal wir ja diese Feineinstellschraube hier oben ja nicht benutzen können. Deswegen, ja, hat das noch nichts zu sagen, großartig. Aber ich probiere aus. Achtung. Erstmal schraube ich die Bremse hier beiseite. Das ist ja furchtbar. Blockiert ja alles, ey. Oh, schön. Ist ja eine Actioncam, ne? Ah, Action, Actioncam. Ach, schön, kaputt. Griff kaputt. Mein schöner Actioncam. Actioncam nicht kaputt, aber Griff kaputt. Fantastisch. Oh, geht auch. Kann man noch flexibel ein bisschen. Oh, jetzt soll ich sagen, ich krieg die Krise. Naja. Hier abgebrochen. Scheiße. Ja, habe ich mir meinen Griff gerade kaputt gemacht, ruiniert. Ja, was macht man hier alles? Für ein YouTube-Video, für die Fame. So. Was wollte ich denn jetzt probieren, zu schalten? Warum hat es nicht geklappt, weil der Tee wackelt hat und runtergefallen ist? Ah. Boah. Ich mache jetzt hier Video. Oh, lach, lach. So, zweiter Versuch, die Kamera zu zerstören. Das funktioniert einwandfrei, würde ich mal sagen. Das war es eigentlich schon. Das muss ja nicht korrigiert werden, nicht nachgezogen werden. Es funktioniert einwandfrei. Ich mache noch einmal auf, dennoch. Ich spanne so ein bisschen den Zug, aber
Perfekt. Ja, also das war's. Das war's schon. Jetzt wird die Kette hier natürlich noch gefettet. Ja, also das sieht ja gar nicht. Das ist ja furchtbar. Der Zug wird abgelenkt hier. Den schneide ich jetzt hier ab und mache die Quetschhülse drauf. Zeige euch noch. Ja, nicht, dass er sagt hier, oh, der Tommy, der macht immer nur so halbe Sachen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Kann ich das zu lange lassen? Nein, bitte nicht zu lange lassen. So, ich kürze ungefähr auf die Länge, dass ich hier so da wieder zurückkomme. Biege, damit er mir nicht im Weg ist, und setze eine Quetschhülse drauf. Quetschhülse. Zweimal verdrückt und fertig. Ja, so sieht das dann aus. Und jetzt fettig nochmal kurz die Kette und dann hoffen wir mal, dass das dann so geht. Oder ölen erstmal. Erstmal ein bisschen Öl ruf, dann streckt die sich nochmal. Und danach kann man fetten. So, liebe Leute, das Fahrrad ist fertig, der Zug ist drin, der Zug, der schaltet. Ja, das ist bei diesem Fahrrad echt ein Wunder. Ich meine, hier war alles verbogen. Das Schaltwerk war verbogen, das Schaltauge war verbogen, der Schaltzug war eingerottet. Ja, und die Laufräder waren im Arsch. Also insofern ist das ein schwieriger Fall. Wenn man das Ganze an einem Neurad macht, also an einem Rad, sagen wir mal ein alter Rahmen, aber neue Teile, komplett neue Teile macht, dann geht das unheimlich präzise und man kann das viel besser vorführen. Hier habt ihr das gesehen an dem Gebrauchtrad, also in dem Zustand, wie es in den meisten Fällen geschehen muss, da ist es manchmal ein bisschen kniffliger, ein bisschen komplizierter mit ein bisschen Einstellen hier und ein bisschen Einstellen da. Aber ich vertraue euch, ihr werdet es hinkriegen. Das war das Video von heute für mich. Das war das Video für heute von mir, für euch. Ja, macht was draus. Vielleicht hat es euch gefallen, dann abonniert da oder sagt es weiter. Ja. Bis zum nächsten Mal bei Tommy repariert.